Ja, herzlich willkommen zur Demo-Session Shogun. Das ist der Daniel, ich bin der Marc und wir wollen heute mal schauen, was man mit Shogun eigentlich so alles machen kann. Ja, das ist unser Logo und das ist das Logo mit dem Text Shogun. Es geht heute um Shogun. Titel, den wir dieser Veranstaltung gegeben haben, ist Robust, flexibel und skalierbar. Ein praktischer Einstieg in Shogun als Basis von WebGIS-Lösungen. Wir wissen, dass das hier eine Demo-Session ist natürlich, aber ganz ohne Hintergrund glauben wir nicht, dass man sich Shogun nähern sollte und auch wirklich etwas mitnimmt aus dieser Demo-Session. Der Fokus ganz klar liegt auf Code und Hands-on, aber ein wenig Background wollen wir geben, aber wir halten uns kurz. Was ist Shogun? Shogun ist ein Open-Source-Framework für die effiziente Individualentwicklung von vornehmlich GDEs. Man könnte auch andere Dinge damit machen. Dabei befindet sich Shogun auf so einer Range zwischen Individualentwicklung und Produkt von der Stange in der Mitte, je nach Anforderungen, die man erfüllen muss. Im Grunde besteht Shogun aus einer ganzen Menge an Einzelkomponenten, Geo-Server, Keycloak, andere Elemente, eigenes Backend, ein Client, ein Administrations-Frontend vielleicht, die aufeinander abgestimmt sind, aber gleichzeitig auch sehr, sehr flexibel sind, um jeweils Anforderungen, die an die entsprechende GDI gestellt werden, zu erfüllen. Wenn Sie noch mehr Interesse haben an Hintergrundinformationen zu Shogun, kann ich Ihnen nur empfehlen, unseren letztjährigen Talk von der PostGIS 2021 anzuschauen. Den Link haben wir hier angegeben. Da gehen wir noch ein bisschen mehr ein, zeigen auch Schaudiagramme und versuchen auch noch ein wenig besser zu erläutern, was denn an Theorie hinter Shogun steckt. Heute, wie gesagt, keine Theorie, sondern wir haben uns die folgende Agenda gegeben. Wir wollen eigentlich zwei Demos bauen. Die erste Demo, vielleicht der leichteste Einstieg in Shogun, ist eigentlich ein Docker-Setup, in dem verschiedene Komponenten, ein paar habe ich ja gerade eben schon genannt, aufgeführt werden. Wir schauen uns ein paar von diesen Komponenten etwas genauer an, einen einfachen WebGIS-Client, ein Administrations-Frontend und legen den Schwerpunkt auch auf die Schnittstellen, die von Shogun von Haus aus mitgebracht werden. Die zweite Demo wiederum, die zeigt dann eher, wie ein Entwickler mit Shogun basierend auf Anforderungen, die konkret vorliegen, eine konfigurierbare oder eine konfigurierte und auch ja, erweiterte GDI aufbauen kann. Wir werden dazu kurz vorstellen, was für Anforderungen wir uns denn da ausgedacht haben, werden zeigen, wie wir entwickeln und werden zeigen, wie man dann auch entsprechend eigene Shogun-Applikationen erstellt. Das erste Demo-Setup führt wahrscheinlich zu einer Ausgabe, die wie folgt aussieht. Wir sehen einen einfachen WebGIS-Client. Die zweite Demo-Ausgabe wird sicherlich nicht zu etwa einer solch derartig konfigurierten und spezialisierten Shogun-Applikation führen, aber es zeigt, wie wir solch eine Applikation aufsetzen würden und dass man quasi das Rüstzeug dabei hat, um auch solche Applikationen zu entwickeln. Let's go, beinahe. Wir wollen noch ganz kurz unsere Kontaktdaten hier angeben, falls im Nachgang noch Fragen sind und auch zeigen, unter welcher Lizenz dieser gesamte Vortrag, diese Demo-Session steht. Und nun aber wirklich, let's go. Vielen Dank, Marc, für die einführenden Worte. Wir werden jetzt starten mit der Demo-Session und mit dem ersten Part der Demo-Session, mit der ersten Demo, wo ich einmal zeigen möchte, wie Sie mit unseren vorgefertigten Docker-Images, mit dem vorgefertigten Docker-Compose-Setup Shogun einfach zum Laufen bekommen können. Dazu widmen wir uns als erstes dem entsprechenden GitHub-Repository. Da gibt es zwei, die zeige ich jetzt auch beide. Einmal das Shogun-Repository, in dem der entsprechende Quellcode von Shogun selbst liegt. Da gehen wir wahrscheinlich in der zweiten Demo-Session etwas näher darauf ein, denn wir wollen jetzt im ersten Schritt die Anwendung nicht kompilieren, sondern einfach ein vorgefertigtes Image benutzen. Dafür gibt es ein weiteres Repository, das Shogun Docker Repository. In dem sehen Sie ja schon, wenn Sie mit Docker Compose auch schon mal gearbeitet haben, sehen Sie wahrscheinlich auch schon ein paar bekannte Dateien, zum Beispiel die Docker Compose YAML-Dateien. Davon gibt es jetzt in diesem Fall drei an der Zahl. Für das initiale Setup oder für das Demo-Setup sind davon aber auch nur zwei relevant, wie Sie schon am Namen wahrscheinlich herleiten können. Die -dev-YAML ist eher für den zweiten Teil für die Entwicklung von Shogun relevant. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Compose-YAML, zwei YAML-Dateien, die Shogun und die Compose-YAML. Ich habe jetzt schon mal in Vorbereitung dieses Repository ausgecheckt. Ich switche daher zu einem Code-Editor in die entsprechende Docker Compose. Ich gehe jetzt nicht auf jeden einzelnen Service, den wir hier haben, im Detail ein. Also Sie kennen vermutlich auch schon einen Geo-Server. Dass jetzt das Präfix Shogun davor steht, hat nicht damit zu tun, dass wir einen eigenen Geo-Server gebaut haben. Also das ist einfach ein fertiges, existierendes Geo-Server-Image. Und davon, also von anderen Services bzw. bestehenden Images, gibt es jetzt noch ein paar in unserer Standardarchitektur von Shogun. Also neben dem Geo-Server
gibt es noch ein Keycloak. Keycloak kennen Sie vielleicht nicht. Keycloak nutzen wir in Shogun als zentralen Authentication Provider. Was ist das schon wieder? Das ist eine Komponente, die die User vorhält und auch die Authentifizierung vornimmt. Das heißt, da meldet sich ein User an. Und von Keycloak werden auch die entsprechenden Rollen, Rechte eines Nutzers ausgelesen von Shogun und auch von den anderen Komponenten, also zum Beispiel vom GeoServer. Da gibt es jetzt auch, wie bei anderen Services, gibt es jetzt verschiedene Einstellungen, zum Beispiel Umgebungsvariablen, die dieses Image einfach benötigt. Da gehen wir jetzt auch nicht so super im Detail drauf an. Das sind Standardeinstellungen, die jetzt hier vorgenommen wurden. Wir liefern noch ein eigenes LDAP mit, wo im Prinzip die Nutzer dann auch gespeichert werden können. Das ist auch eher für den zweiten Part relevant. Wir haben noch ein Redis mit an Bord. Das Redis wird zum Verwalten der Sessions benötigt und so für die Laufzeit, wenn man irgendwo sessionübergreifende flüchtige Daten speichern möchte. Das nehmen Sie jetzt auch erstmal so hin, dass das mit dabei ist. Da gehen wir jetzt aber auch in beiden Demo-Sessions gar nicht so sehr drauf ein. Das läuft mehr oder weniger im Hintergrund für uns. Und dann haben wir natürlich noch eine Datenbank, in der die Geodaten gespeichert werden, wenn wir zum Beispiel über den Geo-Server-Layer veröffentlichen oder Daten veröffentlichen wollen. Und natürlich auch die Konfiguration von Shogun, also von Applikationen und Layern zum Beispiel, da kommen wir gleich noch deutlich mehr im Detail drauf zu sprechen, vorgehalten werden. Und dann gibt es noch eine zweite Compose. In der läuft ein Nginx, also ein Webserver, über den zum Beispiel ein HTTPS-Zertifikat oder SSL-Zertifikat ausgeliefert wird und der im Prinzip auch so ein bisschen das Routing von uns übernimmt. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich endlich auch mal zum Kern von Shogun, nämlich der Shogun Middleware oder wie wir es dann auch häufig bezeichnen, Shogun Boot. Shogun deswegen, weil Shogun auf Spring bzw. konkreter Spring Boot basiert. Und da gehe ich dann jetzt vielleicht doch noch etwas mehr im Detail drauf ein. Also sehen neben dem Service-Namen, sehen Sie das entsprechende Image, also das vorinstallierte bzw. verfügbare Image. Da gehen wir jetzt hier auf die neueste Version. Jetzt kann man hier noch weitere Sachen einstellen, die so ein bisschen Docker Compose spezifisch sind. Also Shogun, eine Kerneigenschaft von Shogun und auch anderen Komponenten, die wir verwenden, ist, dass Shogun skalierbar ist. Das heißt, ich kann nicht nur eine Instanz von Shogun hochfahren, sondern mehrere. Und das kann ich bei Docker Compose relativ einfach mit diesem Deploy oder mit der Deploy-Konfiguration über Replikas steuern. In unserem Fall starten wir jetzt erstmal nur ein Replika. Das macht unser Setup einfach ein bisschen schneller hier an der Stelle. Aber für Production mag das schon viel relevanter sein. Und es gibt jetzt ein paar Umgebungsvariablen, die für Shogun notwendig sind, unabhängig davon, ob ich jetzt ein vorgefertigtes Image nutze oder es selber entwickeln möchte. Zum Beispiel muss ich jetzt Shogun gewisse Konfigurationen geben über die anderen Services, die wir uns gerade schon angeschaut haben. Also zum Beispiel, was ist denn der Datenbanknutzer, mit dem sich Shogun mit der Postgres-Datenbank verbinden soll? Was ist der Host von dem Keycloak? Was ist der Keycloak-Admin-Nutzer? Und Shogun kann auch Mails versenden. Und dementsprechend könnten wir jetzt hier auch noch einen Mail-Host eintragen, beziehungsweise auch die entsprechenden Credentials für diesen Mail-Server. Das ist auch eigentlich schon fast alles. Es gibt noch eine Reihe weiterer Umgebungsvariablen und das sind die zentralen Umgebungsvariablen. Und Sie sehen jetzt hier noch ein paar Konfigurationen, die ich von außen in das Image hereingeben kann. Und die sehen wir uns auch später. Ich fahre das Ganze aber jetzt auch gleich mal hoch, dass man ein bisschen was sehen kann. Dann schauen wir uns wahrscheinlich in diesem Teil gleich auch mal diese Konfigurationsdateien an. Ein paar kennen Sie oder kann man vom Namen schon herleiten, worum es da geht, zum Beispiel mit Application YAML. Das ist die zentrale Konfigurationsdatei, in der ja, Dinge wie zum Beispiel sicherheitsrelevante Einstellungen vorgenommen werden können, wie Rollen, Berechtigungen etc. Eine Log-Konfiguration kann man noch vornehmen und vieles weitere. Okay, über den letzten Teil springe ich jetzt erstmal drüber. Das ist jetzt für den ersten Part so interessant. Vielleicht noch eine Zusatzinformation. Wir haben versucht, Shogun so aufzubauen, dass es aus verschiedenen Microservices besteht und wir liefern noch ein paar mit aus. Wir schauen uns aber heute nur den Kern davon an, nämlich der Shogun Boot Image bzw. Shogun Boot Service. Okay, das, was ich gerade gesagt habe, bzw. das, was ich jetzt auch so ein bisschen zeigen werde, auf dem Terminal kann man natürlich auch nachlesen. In dem Repository gibt es auch eine README. Da steht noch mal so ein bisschen beschrieben drin, wofür die verschiedenen Compose-Dateien sind, was Sie auch benötigen würden, um das zu Hause nachzuvollziehen, also Docker und Docker Compose, zumindest für den ersten Part, wie Sie diese Repositories empfohlenerweise auschecken und weiteres. Und das Allerwichtigste ist jetzt an der Stelle ein entsprechender Command, um die Images zu starten, die Container zu starten, zu erzeugen und zu starten.
Und das ist dieser Befehl, den nehme ich jetzt einfach mal mit und trage ihn ins Terminal ein und starte jetzt die entsprechenden Container. Nachdem alle Services gestartet sind, können wir jetzt in den Browser zurückwechseln und die Startseite von Shogun aufrufen. Die erreichen wir ganz einfach unter Localhost. Und wir sehen diese Startseite mit diversen Einstiegspunkten in diverse Komponenten bzw. Endpunkte von Shogun. Da sehen Sie zum Beispiel unten rechts nochmal die Direktlinks zu den GitHub Repositories, wo wir gerade schon kurz drauf geschaut haben. Oder auch in die entsprechenden Oberflächen, die wir mitliefern in diesem Demo-Setup. Das heißt, das ist auf einer Seite ist das natürlich ein GIS-Client und ein Administrations-Client. Im GIS-Client kann man sich vorstellen, werden Karten da, also kann der Startpunkt für eine GDI sein. Und im Admin-Client kann dieser GIS-Client oder können GIS-Clients konfiguriert werden. Das heißt, welche Layer sollen sichtbar sein, welches Kartenzentrum soll initial geladen werden, etc. Und die müssen natürlich miteinander kommunizieren, diese beiden Clients. Und das tun sie über Schnittstellen von Shogun. Und das kann entweder über REST passieren oder über GraphQL. Und beide diese beiden Endpunkte haben von der Funktionalität, sind sie sehr, sehr vergleichbar, haben auch eine Selbstbeschreibung und die schauen wir uns auch gleich mal an. Das ist nämlich entweder also auf der einen Seite die OpenAPI-Dokumentation für REST oder der GraphQL-Editor für die GraphQL-Interfaces. Schauen wir uns als erstes mal den Admin-Client an. Den können wir öffnen und werden jetzt weitergeleitet auf die Login-Seite. Diese Login-Seite kommt jetzt tatsächlich von KeyCloak. Da hatten wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Das ist also der interne Authentication-Provider, bei dem wir uns jetzt anmelden können, um automatisch in allen anderen Komponenten von Shogun angemeldet zu sein. Das heißt im GIS-Client, in dem Swagger-UI-Client oder auch im Geo-Server und weiteren. Es gibt einen mitgelieferten Admin-User, der heißt einfach Shogun. Da können wir uns einloggen und wenn alles gut geht, sehen wir jetzt diese Admin-Oberfläche, das klassische Administrations-Backend, wenn man so will. Und da sieht man jetzt in diesem Dashboard auch schon die initial oder die jetzt voreingestellten Konfigurationen. Das heißt, wir haben eine Applikation, wir haben einen Layer und wir haben ein paar Beispielnutzer. Und da schauen wir uns jetzt mal ganz gut an, was man da so machen kann. Schauen wir uns als erstes mal die Themen an. Das ist jetzt in diesem Fall ein einfacher OSM-WMS. Den kann ich aus der Liste auswählen und habe jetzt auf der rechten Seite diverse Möglichkeiten, diesen Eintrag zu konfigurieren. Also ich kann dem Layer einen Namen geben, ich kann sagen, von was für einem Typ dieser Layer ist. Also es könnte jetzt auch ein Teil-WMS zum Beispiel sein. Und kann jetzt hier drunter spezifische Eigenschaften zum Beispiel für die Datenquelle eingeben. Das heißt, unter welcher URL dieser Dienst erreichbar ist und wie er natürlich auch heißt. Und ich kann jetzt hier oben drüber in der Konfiguration noch spezifische weitere Einstellungen vornehmen, die für den Client relevant sind. Zum Beispiel soll dieser Layer hoverable sein oder clickable oder soll er durchsuchbar sein. Sie sehen jetzt, das ist erst einmal nur ein JSON-Editor-Fenster. Da könnten Sie jetzt fragen, okay, was kann ich denn da alles eintragen? Frage wäre vollkommen berechtigt. Als Minimalunterstützung haben wir jetzt hier auf Basis der OpenAI-Spezifikation bzw. JSON-Schemas Vorschlagslisten. Das heißt, ich kann jetzt hier so ein kleines Fenster bekommen, einen kleinen Tooltip bekommen, mit dem ich vorausgewählt bekomme, was für Keys ich hier entsprechend eintragen kann. Das lassen wir jetzt auch erstmal so. Wechseln dann zu den Applikationen. Sehen, hier gibt es auch eine Applikation. Die Oberfläche ist relativ ähnlich aufgebaut wie bei den Layern. Das heißt, diese Applikation, diese GIS-Instanz soll einen Namen haben und die hat auch eine Konfiguration. In diesem Fall sieht man jetzt auch mit der Maus über die entsprechenden Eigenschaften fährt, sieht man eine kurze Beschreibung, was das überhaupt soll. Also in diesem Fall Zoom bedeutet, dass der Key Zoom steht für das initiale Zoom-Level der Karte oder eben auch das Zentrum, the initial center of the map. Und da gibt es noch ein paar weitere Eigenschaften, die man jetzt auch von anderen oder die man üblicherweise in einem GIS-Client mitgeben möchte. Also die Projektion, die Zoom-Level und weitere. Natürlich gibt es auch noch eine kurze Beschreibung. Und ich kann natürlich auch noch einen Themenbaum konfigurieren. Das heißt den Layer-Tree, in dem die Layer der Applikation dann entsprechend geschachtelt zum Beispiel auftauchen sollen. Okay, in dem Admin kann ich jetzt noch ein paar weitere konfigurationsunabhängige Sachen konfigurieren oder mir anschauen. Zum Beispiel Metriken des Systems, also wie ist mein System gerade ausgelastet, CPU-Last etc.
Ich kann mir auch die Logs anschauen des Systems, wenn ich das möchte. Jetzt für hier wahrscheinlich ein bisschen zu detailliert. Kann aber auch, und das ist vermutlich viel interessanter, zur Laufzeit die Log-Level der jeweiligen Einzelkomponenten einstellen. Das ist insbesondere für Debugging-Zwecke ist das sehr, sehr hilfreich, gerade auf Produktivsystemen. Wechseln wir nun zurück zu der Startseite. Und über die Startseite können wir jetzt diesen GIS-Client aufrufen. Unser GIS-Client baut sich jetzt entsprechend der Konfiguration, die wir jetzt gerade im Admin schon voreingestellt gesehen haben, auf. Das heißt, wir haben einen Layer, das ist der OSM-WMS, und ein entsprechendes Kartenzentrum. Und um das Zusammenspiel jetzt nochmal zu zeigen, gehe ich nochmal zurück in den Admin, in die Themenkonfiguration, wähle diesen einzelnen Layer aus und ich ändere jetzt die URL von diesem Dienst, nämlich von dem grauen OSM-WMS-Dienst zu dem farbigen. In dem Fall ist es jetzt ganz einfach, da kann ich die URL so ändern, indem ich das minus gray rausnehme. Diese Änderung kann ich jetzt speichern und lade den Client einmal neu. Und Sie sehen jetzt, dass im Endeffekt genau die gleiche Kartenkonfiguration zieht, mit dem Unterschied, dass jetzt hier der farbige OSM eingeladen wird. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, wie diese zwei Komponenten miteinander agieren. Das heißt, der Administrations-Client für die Administration, für die Einstellung und der Client, der GIS-Client, der die entsprechenden Contents ausliefert. Wir wollen uns jetzt natürlich noch ein bisschen genauer anschauen, wie das ein bisschen im Detail funktioniert. Und dazu können wir die Swagger-Docs öffnen oder die Open-API-Spezifikation öffnen. Und hier sehen Sie jetzt alle Schnittstellen, die Shogun in diesem Demo, in diesem Default-Standard-Setup mit ausliefert. Und wir haben jetzt im Hintergrund mit zwei sogenannten Entitäten gesprochen, nämlich einmal mit den Applications, mit den Applikationen, das ist also die Applikationskonfiguration, und den, das sehen Sie hier oben, und mit der Layer-Konfiguration, das heißt die Datenquelle, die wir jetzt gerade geändert haben. Und um jetzt eine spezifische Konfiguration festzuschreiben, können wir jetzt zum Beispiel bei der Applikation diverse Einstellungen vornehmen. Das heißt, wir folgen einem ganz klassischen REST-Paradigma. Das heißt, um zum Beispiel alle Applikationskonfigurationen zu finden, gibt es eine Get-Schnittstelle, die auf Applications horcht. Das können wir jetzt auch mal ausprobieren hier an der Stelle. Bekommen jetzt hier, nachdem ich mir so beispielhaft ausgeführt habe, die entsprechende Response auch zurück. Da sieht man also diese komplette Konfiguration, die der Client zum Beispiel auslesen könnte. Und genauso gut könnte ich jetzt hier über einen Post-Request eine entsprechende Applikation erstellen. Das können wir jetzt auch einfach mal machen. Hier ist auch die Konfiguration bzw. die Modellierung so einer Applikation vorgegeben. Das heißt, kann ich mal ausführen mit dem Default-Setup und bekomme jetzt in diesem Fall die entsprechende Applikationskonfiguration zurück. Das können wir uns auch mal anschauen im Admin zum Beispiel. Da wechsle ich jetzt mal wieder hin zurück. Wenn ich also jetzt die Liste der Applikationen neu lade, sehe ich jetzt auch hier, dass zwei Applikationen hier auftauchen. Warum zeige ich das? Das ist relativ interessant für den weiten Teil und natürlich auch über die Arbeit hier mit Shogun hinaus. Das heißt, wir liefern Schnittstellen. Diese Schnittstellen sind, da kommen wir jetzt gleich im zweiten Teil dann ein bisschen drauf zu sprechen, sehr generisch und dynamisch gestaltet. Und Sie können einen eigenen Client entweder schon haben oder auch einen Client implementieren, der diese Schnittstellen anspricht und dann eine entsprechende UI dafür auch bereitstellt, nach Ihrem Gusto. So wie das der Marc zum Beispiel auch am Anfang gezeigt hat in diesem Screenshot von diesem etwas komplexeren Projekt. Okay, ich denke, das war jetzt schon mal ein ganz runder Einblick so in das Demo-Setup, in die Idee von Shogun. Und wir werden jetzt gleich im zweiten Teil Ihnen einmal kurz vorstellen, wie Sie, wir haben uns so zwei Sachen überlegt, wie Sie ein bestehendes LDAP in Shogun integrieren können, also bestehende Nutzer integrieren können und wie Sie diese Swagger bzw. die REST-Schnittstellen mit eigenen Eigenschaften erweitern können. Starten wir nun mit der Anbindung der LDAP-User in Shogun. Und dazu können wir jetzt KeyClock öffnen. Das können wir tun, indem wir auf den Endpunkt Out gehen und uns über die entsprechende Administrationskonsole anmelden. Hierfür gibt es einen eigenen Nutzer. Das ist der Admin-Nutzer, mit dem wir uns anmelden können. Und innerhalb KeyClocks können wir jetzt diverse Sachen einstellen, die mit der Absicherung von Shogun, GeoServer und anderen Komponenten zu tun haben.
Uns interessiert jetzt, wie wir hier ein bestehendes LDAP und die entsprechenden Einträge aus dem LDAP in KeyCloak integrieren können, sodass wir uns dann mit diesen Nutzern auch anmelden können. In KeyCloak heißt die Anbindung oder wird die Anbindung über eine sogenannte User Federation geregelt. Und ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet, habe hier eine eigene User Federation angelegt mit dem Namen Shogun LDAP und kann jetzt in dieser Maske die entsprechenden Einstellungen, Verbindungseinstellungen zu dem LDAP vornehmen. In diesem Fall ist jetzt hier ein Beispiel LDAP, das wir jetzt einfach mitgeliefert haben oder mitliefern, konfiguriert. Hier ist der entsprechende Host bzw. der entsprechende Port und die entsprechenden Verbindungscredentials, unter denen die Nutzer zu finden sind. Das können wir mal kurz schauen, ob die Verbindung auch funktioniert. Ja, das scheint zu klappen. Auch die Authentication ist erfolgreich. Und wir können jetzt die entsprechenden User in das System integrieren, indem wir einfach über diesen Knopf hier unten Synchronize Change oder Synchronize All Users in KeyCloak integrieren. Die entsprechenden User werden von Shogun auch verstanden bzw. ausgelesen und dann auch damit stehen sie uns zur Verfügung. So, das hat funktioniert. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass in diesem LDAP zu Demozwecken einfach nur vier User vorhanden sind. Und die können wir uns jetzt auch mal anschauen. Auf der linken Seite unter Users, über View All Users. Und das sind jetzt im Prinzip, das sind genau diese vier bzw. diese drei dieser Nutzer hier unten. Und da können wir uns auch ein paar Eigenschaften zu anschauen. Also neben dem Namen auch die entsprechenden Gruppen, in denen dieser Nutzer Mitglied ist. In diesem Fall ist das ein Nutzer in der Admin-Gruppe, der entsprechend auch über eine entsprechende Admin-Rolle verfügt und somit auch ein Admin in unserem System ist. Das können wir jetzt auch mal ausprobieren, also indem wir uns jetzt versuchen, mal mit dem ASTAG-Nutzer anzumelden. Dazu gehen wir zurück auf die Startseite, können es dann einmal wieder ausloggen und loggen uns wieder ein, nutzen dieses Mal einen der LDAP-Nutzer, zum Beispiel einen ASTAG-Nutzer mit dem dazugehörigen Passwort und loggen uns ein. Und das hat auch direkt funktioniert und wir sind jetzt halt entsprechend als dieser LDAP-Nutzer im System eingeloggt. Das sollte eine kurze Demonstration sein, wie einfach Sie bestehende Nutzer aus einem bestehenden Behörden- oder Firmen-LDAP oder auch Active Directory in Shogun und in den dazugehörigen Komponenten integrieren können. Im nächsten Part wollen wir Shogun jetzt funktional erweitern. Funktional erweitern um ein neues Model, um eine neue Entität, die wir über REST-Schnittstellen lesen, manipulieren, erstellen und entfernen können. Das kann natürlich jetzt irgendein Model sein, so wie es im Projekt halt benötigt wird. Um diese Änderung vorzunehmen, brauchen wir jetzt ein minimales Entwicklungssetup. Zumindest den Prototypen für das Entwicklungssetup haben wir schon vorbereitet. Dafür gibt es ein Repository auf GitHub, die Shogun Example App, in der die wichtigsten Schritte schon voreingestellt bzw. als Startpunkt vorbereitet sind. Das habe ich jetzt schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe dieses Repository ausgecheckt und in einen Editor, in dem Fall in IntelliJ, eingeladen. Dahin switche ich auch jetzt. Das sehen Sie jetzt hier, die Shogun Example App. Shogun ist ein Java Maven Projekt und für den einen oder anderen mag jetzt auch die Struktur auch direkt mehr oder weniger vertraut vorkommen. Man erkennt meistens am Maven-Projekt an dem Vorhandensein einer POMXML, der Manifestdatei, in der die zentralen Eigenschaften dieses Projektes vorhanden sind bzw. konfiguriert werden können. Solche Konfigurationen sind dann zum Beispiel die Abhängigkeiten, die das Projekt hat, der Name, eine Kurzbeschreibung, die Konfiguration von Plugins und vielen weiteren Sachen. Was man in dieser POM aber auch einstellen kann, ist ein sogenannter Parent. Und der Parent kann jetzt verweisen auf ein existierendes Maven-Projekt. Und das ist jetzt hier auch schon eingestellt. Das heißt, der Parent, den wir verwenden wollen, ist Shogun. In dem Fall jetzt auch in der aktuellsten Version, der Version 9.2.3. Und das bedeutet, wir haben jetzt hier mehr oder weniger automatisch alle Sourcen zur Verfügung in diesem Projekt, die Shogun uns bietet. Grundsätzlich brauchen Sie für eine Projekterweiterung, die wir uns jetzt hier gerade anschauen, nicht viel mehr implementieren als diesen Parent und noch ein paar weitere
Dependencies, beziehungsweise eine weitere Dependency, nämlich auf Shogun Boot selbst, um dieses Projekt starten zu können. Und zwar müssen Sie da eigentlich nur eine weitere Datei erstellen, beziehungsweise erstellen und darin eine gewisse Klasse erweitern. Und das ist die, in diesem Fall Shogun Example App Konfiguration, die gewisse Eigenschaften einerseits von Shogun erweitert. Das sehen Sie hier über das Extends Application Konfiguration und an der anderen Stelle von Spring. Das sagte ich schon mal ganz kurz eingangs, dass Shogun eine Spring-Applikation ist. Durch die Erweiterung der oder durch das Nutzen der Spring Application bekomme ich jetzt viele Annehmlichkeiten für mein DevSetup gegeben, wie zum Beispiel einen HTTP-Server, auf dem ich das ganze Projekt starten kann. Und auf der anderen Seite bekomme ich jetzt durch die erweiterte Application-Config viele Eigenschaften gegeben, die Shogun voreingestellt hat bzw. bietet. Also angefangen über diverse Klassen, die wir erweitern können, neben der Application-Config selbst, hin zu Security-Konfigurationen, Webstellensicherheit und eben auch zum Beispiel für die Konfiguration der Swagger-Oberfläche, die wir uns gerade schon mal kurz angeschaut haben und die wir uns auch gleich nochmal anschauen werden. Im Grunde würde das schon reichen, um jetzt eine eigene Instanz oder eine eigene Projekterweiterung von Shogun zu starten. Wenn Sie das jetzt so starten würden, würden Sie genau den Zustand sehen, den wir uns gerade auf Basis der vorhandenen Docker-Images angeschaut haben. Jetzt wollen wir hier noch ein bisschen Funktionalität hinzufügen. Da hatten wir gerade schon gesagt, wir wollen eine neue Eigenschaft bzw. ein neues Model hinzufügen und darauf die entsprechenden REST- und bzw. CRUD-Schnittstellen. Das habe ich jetzt auch schon mal etwas vorbereitet. In dem Fall habe ich jetzt ganz kreativ ein neues Model erstellt mit dem Namen Country, in dem Länder vorgehalten bzw. gespeichert werden können. Das kann aber jetzt natürlich auch irgendwas anderes sein. Entscheidend ist, dass eine bestehende Shogun-Klasse erweitert wird. In dem Fall ist das die Base Entity. Wie der Name schon sagt, ist das was ganz Zentrales, bzw. was ganz Grundlegendes. Und sobald eine eigene Klasse in diesem Shogun-Kontext diese Base Entity erweitert, gibt es allerhand bzw. allerlei Funktionalitäten gegeben. Ich habe das jetzt in diesem Fall einfach mal so ganz einfach aufgebaut. Es gibt jetzt das Country, das hat ein paar Felder, das hat einen Namen, das hat ein Capital, eine Area und eine Population. Worauf ich hier noch ein kleines Augenmerk legen möchte, ist, dass die entsprechenden Felder jetzt hier noch um eine kleine Dokumentation erweitert wurden, also zum Beispiel jetzt hier um eine Description und einen Example-Wert. Diese Werte, die jetzt hier angegeben sind, das sind die Informationen, die jetzt auch automatisch von der OpenAPI-Spezifikation ausgelesen werden und dann auch später angezeigt werden können. Das werden wir also gleich in der Oberfläche von Swagger wiedersehen können. Neben dem Model selbst brauchen wir jetzt noch die Konfiguration der Web-Schnittstelle, damit dieses Model von außen zugänglich ist. Dazu brauchen wir eine neue Controller-Definition. Die habe ich jetzt hier im Controller-Paket abgelegt unter dem Namen Country Controller, dass man sieht, dass die auch zusammengehören. Und so sieht der dann aus. Der hat also einen Namen und das Entscheidende auch hier an der Stelle wieder, dass eine bestehende Klasse erweitert wird. In diesem Fall ist das der Base-Controller aus Shogun. Der Base-Controller beinhaltet alle Informationen dazu, einen HTTP-Endpunkt, der nach CRUD bzw. nach REST funktioniert, aufzubauen. Das heißt, der hat die Logik, um einen, in diesem Fall ein neues Country zu erstellen, ein bestehendes zu updaten, ein bestehendes zu entfernen und eben eins oder alle abfragen zu können. Viel mehr muss ich also auch nicht tun, außer diesen Controller zu erweitern mit ein paar noch weiteren generischen Typinformationen. Dazu gehört logischerweise auch das Country. Und entscheidend ist jetzt hier auch noch, so ein HTTP-Endpunkt braucht natürlich auch einen Namen. Und in diesem Fall habe ich dem Endpunkt jetzt einfach den Namen Countries gegeben. Das ist im Grunde tatsächlich jetzt auch wirklich alles, was ich brauche, um Model und Controller zu implementieren. Und um das jetzt zu testen, muss ich die Applikation starten. Das kann ich jetzt hier in meiner IDE, kann ich das hier oben über also eine Run Configuration tun. Das habe ich jetzt im Hintergrund schon einmal gemacht. Das heißt, die Applikation läuft. Und ich kann jetzt in die Swagger-Oberfläche wechseln, die wir uns gerade schon mal auf Basis des bestehenden Images von Shogun angeschaut haben. Das sieht jetzt auch hier genauso aus. Das heißt, wir sehen jetzt ein paar Controller, die wir uns auch schon angeschaut haben, also zum Beispiel den Application Controller oder auch den Layer Controller. Was jetzt allerdings neu ist, ist der Country Controller. Das ist der Controller, den wir gerade erstellt haben.
Den können wir jetzt auch mal öffnen und wir erkennen jetzt direkt den Namen des Controllers, den wir zuvor in dem Controller einmal erstellt hatten oder angegeben hatten, hier auch wieder. Wir sehen ihn aber jetzt nicht nur einmal, sondern ein paar Mal mehr, denn für die entsprechenden Funktionalitäten, die wir jetzt auf diesen Endpunkt gelegt haben. Find, Add und so weiter und so fort. Und das können wir jetzt auch mal ausprobieren, ob das funktioniert. Das heißt, wir würden jetzt gerne einmal alle Countries aus der entsprechenden Konfigurationsdatenbank auslesen wollen. Können wir jetzt über Try it out, Execute und sehen jetzt in diesem Fall die Antwort. Das ist jetzt eine leere Liste. Das ist soweit auch erstmal logisch, weil wir noch gar keinen Country angelegt haben. Machen wir das jetzt einfach mal über den entsprechenden Post-Endpunkt. Auch das wollen wir gerne ausprobieren. Und hier sehen wir jetzt auch die Example-Values, die wir gerade in den Schema-Annotations definiert oder angelegt haben. Und genau die auf diesen Beispielwerten wollen wir jetzt einmal ein neues Country anlegen. Execute. Und das hat auch geklappt. Wir bekommen jetzt hier den Status-Code 201 zurück für erfolgreich erstellt. Und hier auch schon eine Vorschau der entsprechenden Entität, die wir angelegt haben. Jetzt können wir nochmal schauen, ob das auch wirklich klappt hat, ob es angekommen ist. Jetzt fragen wir nochmal alle Countries ab. Execute. Und jetzt bekommen wir genau diese Entität mit der ID 70, die automatisch angegeben wurde, neben noch einem Created und Modified Timestamp zurück. Das ist jetzt ein kleines Beispiel gewesen, wie Sie Shogun, ja, das auf Basis von Shogun eine eigene Applikation entwickeln können. Welche Ansatzpunkte es gibt, um HTTP-Endpunkte mit eigener Logik, mit eigenem Content zu versehen. Und in ähnlicher Weise können Sie das auch tun für die entsprechenden Clients, die dahinter liegen, beziehungsweise über die dann diese Endpunkte angesprochen werden können. Also zum Beispiel einen eigenen GIS-Client oder auch einen Admin-Client und den genauso ausgestalten können, wie das in dem entsprechenden Projekt auch notwendig ist. Das war der letzte Punkt, den wir gerne in der Demo-Session präsentieren wollten. Als erstes vielen, vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick in Shogun und die Möglichkeiten geben, die es zur Erweiterung bietet, beziehungsweise die es quasi von Haus aus schon mitbringt. Wenn Sie Fragen hierzu oder natürlich auch darüber hinaus haben, kontaktieren Sie uns gerne jetzt im Anschluss oder im Verlauf der FOSGIS. Wir sind auch noch erreichbar. Und selbst darüber hinaus können Sie sich gerne bei uns melden. Ja, prima. Vielen Dank, Daniel und Marc, für die interessante Demo. Wir haben gleich ein paar Fragen. Die meisten beziehen sich auf die Authentifizierung, schwieriges Wort. Wenn die Nutzer, die man da einstellen kann, sind die jetzt nur für die Admin-Oberfläche oder gilt das für die gesamte für die ganze Applikation dann nachher? Genau, die User gelten für alle Applikationsbestandteile. Das ist also zum Beispiel der Admin. Das ist auch der Client und das können jetzt im Prinzip auch andere Komponenten sein. Also zum Beispiel der Geo-Server, wo man sich dann entsprechend mit dem Nutzer angemeldet hat und dann auch die entsprechenden Berechtigungen hat. Okay. Und das Keycloak, was da verwendet wird, nutzt das JWT. Ich nehme an, du weißt, was JWT ist zur Authentifizierung, dass man da auch was anderes reintun kann. Genau, das ist JSON Web Token. Grundsätzlich funktioniert Keycloak intern mit diesen Tokens. Das heißt, man könnte auch andere Provider da integrieren. Die Frage war ja auch in Richtung GitHub zum Beispiel. Auch das ist möglich. Also da gibt es auch noch viele weitere Provider, die man nutzen kann, also Google und weitere. Grundsätzlich ist es aktuell tatsächlich so, dass Keycloak noch hart verdrahtet ist im Shogun. Es gibt aber jetzt wirklich relativ frischen aktuellen Pull-Request, der diese harte Verdrahtung auflöst, sodass man da auch wirklich was Eigenes dann implementieren kann. Okay. Natürlich die Frage, wie sieht es mit Replikas aus? Ist es cloudfähig? Alles muss ja heutzutage cloudfähig sein. Genau, jetzt können wir Buzzword-Shouting machen. Genau. Grundsätzlich ist diese komplette Architektur so aufgebaut, dass man grundsätzlich Microservices mit Shogun aufsetzen kann und die sind natürlich dann auch entsprechend skalierbar und dementsprechend auch in der Cloud oder cloudfähig. Genau, das ist so eins der zentralen Ziele wirklich von Shogun oder der entsprechenden Komponenten. Das ist für die Komponenten, die man da jetzt in Shogun drin hat, natürlich auch nicht mehr so ganz trivial. Also jetzt für diese
Demo, die ich gerade gezeigt habe, beziehungsweise diese Teilkomponente von Shogun, ist das relativ gut und auch ja, gut möglich und auch mehr oder weniger erprobt. Für andere Komponenten, zum Beispiel für Datenbanken oder für eine Postgres-Datenbank, die da jetzt auch mit ausgeliefert wird oder auch für den Geo-Server, ist das mitunter natürlich nicht immer so ganz einfach. Da muss man halt entsprechende Konfigurationen vornehmen oder entsprechend auch die ja diese Datenverzeichnisse und Datenfragmentierung in den Griff kriegen. Aber grundsätzlich sind die Kernkomponenten von Shogun ja skalierbar und cloudfähiger. Ja, das ist ja gut, dann ist ja auch noch was übrig für euch als Consulter, dass ihr helfen genau. könnt, Leuten sowas einzurichten. Gut, dann haben wir hier noch eine Frage. Shogun auch für QGIS Map Server. Ich nehme an, ob man den da irgendwie einbinden kann. Grundsätzlich kann man mehr oder weniger alle WMS oder jeden WMS-Server einbinden. Und dementsprechend kann man es auch mit Diensten, die jetzt aus dem QGIS Map Server kommen, kann das auch funktionieren, beziehungsweise wird das auch funktionieren. Das heißt, die kann man auch einbinden. Ja, genau. Super. Ja, dann sind wir durch die Fragen durch. Vielen Dank nochmal, Daniel und Marc, für den Vortrag. Daniel, für die Fragen, die du jetzt noch schnell beantwortet hast.